Hallo zusammen, mich ist wieder heute Lara und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir hier einmal in der neuen Zone Terra Mortis erspielen können. Und zwar habe ich mir das jetzt eben schon einmal geholt. Es ist hier die Sphäre der erleuchteten Grübelei. Und diese kriegen wir, indem wir ein bisschen hochfarmen und zwar bei der Ruffraktion die Erleuchteten. Und sobald wir dann den Ruf auf Ehrfürchtig gespielt haben, haben wir die Möglichkeit, wie bei vielen anderen Fraktionen, einmal noch eine Paragon-Kiste zu farmen. Heißt, ihr spielt auf Ehrfürchtig und dann könnt ihr weiter Ruf farmen. Und jeweils, wenn ihr dann 10.000 weitere Ruf gefarmt habt, könnt ihr euch hier eine Kiste abholen. Und in der Kiste gibt es dann eine kleine Chance, dass dementsprechend das Toy drin ist. Gut, kleine Chance ist gut. Ich habe vorher vier Kisten aufgemacht und hatte dreimal das Toy drin. Also vielleicht ist die Chance nicht so klein. Ja? Und ja, das Toy könnt ihr dann einfach lernen. Das macht folgendes, ihr schaut im Sitzen der Haltung tief in die Kugel und denkt über ihre Geheimnisse nach. Das können wir uns jetzt gleich auch mal angucken und dann erkläre ich euch noch, wie ihr am besten den Ruf dafür farmt. Also wir aktivieren das Ding, achso wir müssen vorher sitzen, ganz wichtig, sitzen, das hätte ja auch das Toy auch von sich machen können. Und dann müssen wir hier das Toy aktivieren und ihr seht, es erscheint so eine Kugel, die wir hier schon aus der Mortis kennen, ne? Da stehen ja ein Haufen so Kugeln rum. Und ja, jetzt gucken wir einfach auf die Kugeln und grübeln halt über die Geheimnisse nach. Also es ist halt relativ unspektakulär, ich gebe es zu, ne? Aber es ist wieder ein Toy mehr in der Sammlung und ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. So, wie farmen wir jetzt am effizientesten den Ruf? Ich mache es tatsächlich so, dass ich jeden Tag die drei World Quests, die hier aufploppen, mache. Also ihr könnt täglich drei World Quests erledigen. Die mache ich, dann schaue ich, dass ich einmal in der Woche den World Boss hier oben töte. Und natürlich, bevor wir das Ganze machen, nehmen wir einmal die Quest hier an. Es gibt eine Weekly Quest, Muster in Mustern schimpft sich die. Und wenn wir dann täglich quasi die drei World Quests machen und den World Boss einmal die Woche töten, dann reicht es eigentlich aus, diese Quest auch abzuschließen. Pi mal Daumen, 5000 Ruf bekommt man dann etwa in der Woche und das reicht, dass man alle zwei Wochen dementsprechend eine Paragon-Kiste abholen kann, wenn man dann schon mal ehrfürchtig ist. Man kann natürlich zusätzlich noch weitere Sachen machen. Ihr könnt auch die ganzen Rares noch umhauen, die geben auch noch zwischen 10 und 15 Ruf pro Rare. Ich persönlich mache das nicht, das ist nämlich ein Haufen mehr Aufwand und bringt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Zusätzlich könntet ihr auch noch die ganzen Bosse im Raid umhauen, die bringen glaube ich auch nochmal 50 oder 75 Ruf, ich bin jetzt gar nicht so sicher. Ist halt auch nochmal ein Aufwand, wenn ihr sowieso raidet, dann ist es eine schöne Sache, aber nur wegen dem Ruf reinzugehen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Gut, das waren eigentlich so die Möglichkeiten, wie ihr in Ruf kommen könnt. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem sehr speziellen Toy und ja, dann sehen wir uns im nächsten Toy Guide wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.